Hallo, ich bin Sven. Ich bin Entwicklungstechniker bei der Firma Kehrwerk. Heute zeige ich euch den Einbau und den Ausbau der Verschleißteile an unserem Q-Torch. Zum Wechseln der Verschleißteile brauchen wir die Parkstation, unseren Gasführungszieher, den Steckschlüssel und das Multifunktionsbrennerwerkzeug. Bei der Demontage des Wechselkopfes muss die Plasmaanlage ausgeschaltet sein. Unser Q-Torch lässt sich mit nur einer Handbewegung vom Schaft lösen. Als erstes löst ihr die Schutzkappe. Die Wirbelgaskappe steckt hier drin, lässt sich aber ganz leicht rausdrücken. Für die Düsenkappe brauchen wir das Multifunktionswerkzeug. Einmal ansetzen, lösen. Der Rest lässt sich mit der Hand erledigen. Für die Düse brauchen wir in dem Fall die Öffnung 8. Die Gasführung steckt in der Düse drin. Da haben wir den Gasführungszieher. Einmal angesetzt, rausgezogen. Um die Kathode zu entfernen, müsst ihr das Multifunktionswerkzeug einmal drehen. Dann greift es besser. Angelöst. Und für das Kühlrohr nehmen wir den Steckschlüssel. So. Und der Rest geht wieder mit der Hand. Als erstes setzt ihr das Kühlrohr ein. Das könnt ihr händisch reinschrauben und es dann mit dem Steckschlüssel noch mal ein wenig nachziehen. Jetzt kommt die Kathode dran. Die wird mit dem Multifunktionswerkzeug noch mal ein wenig angezogen. Jetzt setzt ihr die Gasführung auf. Anschließend die Düse, da ist es wichtig, auf den richtigen Sitz zu achten. Für die Düsenkappe braucht ihr wieder das Multifunktionswerkzeug. Und die Wirbelgaskappe wird vorher in die Schutzkappe eingesetzt. Die Schutzkappe festdrehen und fertig. Zum Einbau des Q-Torch müsst ihr nur die richtige Position finden und dann könnt ihr ihn mit einer Handbewegung festdrehen.